Das bin ich. Das Bild stammt aus dem Jahr 1999 und zeigt mich mit einem Kampfgewicht von fast 100 Kilo, um genau zu sein mit 98 Kilogramm. Und das bin ich heute, mit gut 70 Kilo. Hallo zusammen. Heute geht es mal wieder um ein Thema, was besonders viele Frauen auch betrifft, aber natürlich auch Männer. Ihr wisst das, wenn ihr schon ein paar Videos von mir verfolgt habt, dass auch ich schon sehr, sehr lange eigentlich immer gegen die Kilos ankämpfe, beziehungsweise erfolgreich abgenommen habe und das Gewicht auch mehr oder weniger halte. Im Alter wird es halt immer schwieriger und ich bin jemand, der sich immer wieder selber motivieren muss oder auch motivieren möchte und der ganz viele Tipps auch von überall her wiederholt, sei es für Motivation, sei es für neue Rezepte, sei es auch einfach nur, um wieder mal irgendwie die Gedanken aufzufrischen und zu sagen, hey, reiß dich am Riemen, sonst bist du wieder da, wo diese Leute jetzt zum Beispiel gerade sind. Und da bin ich auch schon beim Thema. Es geht eigentlich um Abnehmensendungen und im Moment gibt es da ja wieder zwei relativ große Formate. Und das ist einmal The Biggest Loser und Rosins Fettkampf. The Biggest Loser gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ich habe das auch von Anfang an verfolgt, wobei ich sagen muss, die letzten Jahre nicht mehr ganz so akribisch. Ja, und Rosins Fettkampf, das ist jetzt die zweite Staffel. Und ich wollte euch einfach mal so erzählen, wie ich diese beiden Sendungen nutze, welche ich vielleicht besser finde, ob man überhaupt sagen kann, dass eine besser findet und was man so vielleicht auch für sich rausziehen kann. Ja, bei The Biggest Loser ist es ja so, dieses Format ist jetzt, glaube ich, schon im 10. Jahr, wenn ich es richtig habe. Es wechseln diese Trainer immer wieder. Wer es nicht kennt, es kommen sehr extrem übergewichtige Menschen, die sich dafür für ein Camp qualifizieren können. Mittlerweile gibt es da eben doch so richtig so Auswahlverfahren. Dann müssen die vorab schon irgendwelche Challenges machen und so weiter. Und dann werden eben Leute ausgewählt ins Camp. Und da wird dann unter extremen Bedingungen abgenommen. Das heißt, das meiste in der Sendung geht wirklich um irgendwelche sportlichen Aktivitäten bzw. extremste Bewegung. Ich persönlich gucke das relativ gerne, wenn ich dann auf meinem Mini-Stepper stehe und dabei sporteln kann. Denn wenn andere sich da auspowern, dann werde ich mit angefeuert. Allerdings, was ich sagen muss, ich finde es A nicht mehr ganz so interessant, weil wirklich so extrem viel von diesen Sachen gezeigt wird, aber eben kaum was zum Thema Ernährung. Und dann ist es eben so, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, also da hilft man den Leuten, die vielleicht im Alltag abnehmen wollen, nicht besonders weiter mit, denn es ist schon sehr extrem. Die sind also wirklich in so einem Camp und haben 24 Stunden quasi Zeit, sich um Sport zu kümmern oder Bewegung, wie auch immer. Hat man natürlich nicht, wenn man hier zu Hause ist, wenn man noch einen Job hat, wenn man vielleicht Kinder hat, was auch immer, dann geht das natürlich nicht, dass ich so viel sportel. Und die Sportsachen, die da teilweise gezeigt sind, ich persönlich finde sie gerade bei dem extremen Übergewicht, was diese Leute haben und wo sie auch wirklich, ich sag mal, vorher richtig die Couch-Potatoes meistens auch waren und überhaupt nichts an Bewegung hatten, dann so von 0 auf 100 zu gehen. Es ist zwar immer so ärztliche Betreuung und so weiter dabei und es wird auch alles so gesagt, dass darauf geachtet wird, aber ich habe doch manchmal, wenn ich das so sehe, arge Zweifel, was da so abgeht. Und ja, wer sich das mal angeschaut hat, so jetzt auch die letzte, also in dieser Staffel gab es jetzt kürzlich die Sendung, wo die dann ja so ein Berg hoch sind und alle waren aneinander gekettet und an Füße oder gebunden. Klar, es sollte der Teamgeist gefördert werden und dass die Stärkeren die Schwächen mitziehen. Aber es war doch sehr extrem gefährlich, weil die eine ist dem immer aufs Seil getreten, dann ist der vorne zweimal richtig arg hingefallen, das alles auf so einer steinigen, hügeligen Piste, so einen riesigen Berg hoch. Oben wurde es dann immer gerölliger, sodass man echt auch gucken musste, wo tritt man hin. Und das Ganze war eben nicht nur Bewegung, sondern es war natürlich auch wieder eine Challenge, also ein Wettkampf. Team Blau gegen Team Rot, weil die sind dann auch in Teams aufgeteilt. Das heißt, die wollen dann möglichst auch schnell und ich finde das alles so ein bisschen, ja, extrem gefährlich, beziehungsweise glaube ich nicht, dass das so was ist, was man im Alltag eben so umsetzen wird. Die Abnahmen dort sind immer, also gerade am Anfang, recht extrem, wobei ich finde, dass es in dieser Staffel wirklich ganz normal dann ist, mehr oder weniger, was da geht, so bei den Gewichtsklassen.
Aber es ist eben schon so, dass man merkt, das ist jetzt vielleicht nicht alltagstauglich. Ich, wie gesagt, finde es toll als Motivation, um das zu gucken, um einfach zu schauen, wie nehmen andere ab und wie powern sich andere aus. Und dann power ich damit, habe meine Unterhaltung auf meinem Mini-Stepper und verbrenne da bei mir die Kalorien. Was dabei viel, viel zu kurz kommt bei diesem Format, ist die Ernährung an sich. Man sieht eigentlich nicht wirklich, was essen die, wie essen die, wie sind die Pläne aufgestellt. Da sieht man seltenst überhaupt nur, dass da mal gekocht wird, dass die Coaches mit denen kochen oder was auch immer. Und da kommt jetzt das andere Format, was es ja jetzt erst in der zweiten Staffel gibt. Und das ist Rosins Fettkampf. Und da liegt, finde ich, die Mischung viel, viel besser. Logisch, Rosin, das ist also der Frank Rosin, der Sternekoch. Vielleicht kennt ihn den einer oder andere ja auch aus irgendwelchen anderen Formaten, die eher so ums Kochen gehen. Und der hat jetzt eben auch eine Sendung. In der ersten Staffel hat er mit dem anderen Koch zusammen, mit dem Lose, ich habe jetzt den Vornamen ehrlich gesagt schon vergessen, aber da hatten die beiden quasi zwei Teams gebildet. Da konnten sich auch Kandidaten bewerben. Die waren dann quasi die Teamchefs und dann mussten die, hat dann jeder eben auch so ein entsprechendes Ernährungskonzept bekommen. Die waren also vorher auch beim Arzt, das wurde gecheckt und. Ja, und dann haben die auch gegeneinander und natürlich gab es da auch mal recht übertriebenen Sport. Aber der Vorteil ist, die Leute sind nicht in irgendeinem so Camp, sondern die sind in ihrem Alltag und müssen dieses Ganze in ihren Alltag integrieren. Und das, denke ich, ist das Wichtigste, denn wenn ich in so einem Camp bin, komme da wieder zurück, ist das wie so eine Kur. Das machen ja auch viele, die nehmen dann super ab und dann sind sie wieder zu Hause und dann merken die, da geht das gar nicht alles so und da passt keiner auf und schon, ne, also wieder alles ins Gegenteil. Ja, und das ist eben dort anders. Wie gesagt, die Kandidaten bleiben in ihrem Alltag und der Frank Rosin geht dann auch raus zu den Leuten, kocht mit denen nach deren entsprechenden Ernährungsplänen oder Diätformen, die da haben. Zum Beispiel diese Staffel ist es, ein Team hat Low Carb, ein Team Low Fat. In dieser Staffel ist es auch ein bisschen anders. Da ist der Rosin nur noch quasi so eine Art, ja, wie sagt man, Betreuer oder führt durch die Sendung, macht dann auch wohl mit und er spielt das Geld in Form von den Abnahmen, die er macht. Da gibt es immer für jedes Kilo 1000 Euro, die die Kandidaten am Ende gewinnen können oder der am meisten abnimmt. Und Teamchefs sind jetzt zwei Promis. Das ist einmal der Willi Herren, dieser, ja, wie sagt man, Ballermann-Star, der ja auch vielen noch aus der Lindenstraße bekannt ist. Ebenfalls von da diese Rebecca Simonette-Baum, ja, so heißt sie, die das dann, die auch in der Lindenstraße gespielt hat oder noch immer spielt, wie auch immer. Ich schaue es gar nicht mehr, muss ich gestehen. Ja, und die führen quasi ihre beiden Teams an. Und da ist es dann auch so, immer wenn einer dann am Ende oder der Teamchef, der am wenigsten abnimmt, aus dem Team muss derjenige, der dort prozentual am wenigsten abgenommen hat, gehen. Ist also ein bisschen ähnlich wie das, was bei Biggest Loser dann am Ende ist. Aber ich finde es halt besser, weil es gibt tolle Rezepte, die zeigen viel, wie dann gekocht wird. Da werden auch viele Kochszenen gezeigt. Der Rosin macht das da fertig. Es wird ein bisschen was zu den Lebensmitteln erklärt, warum die gerade so toll sind für die Abnahme, was die an wichtigen Nährstoffen liefern und. Das ist so ein Format, das gucke ich mir einfach gerne auch mal so in Ruhe an. Spottel dabei gar nicht so unbedingt, sondern höre mir das in Ruhe an und ziehe mir da was raus. Wir haben auch schon etliche Rezepte aus Staffel 1 und auch jetzt schon aus Staffel 2 nachgekocht und bisher war das alles total lecker und auch gut nachzukochen. Ja, und wie gesagt, das sind so zwei der Sendungen, die ich an sich regelmäßig gucke, wenn die Staffeln laufen und für mich da was rausziehe und die auch nutze, um selber so dann vorm Laptop oder vorm Fernseher meinen Stepper zu malträtieren. Ja, und deswegen, also falls ihr da eben auch solche Sendungen gerne guckt, ist das vielleicht eine ganz tolle Sache, um sich zu motivieren. Gibt ja auch noch verschiedene andere Formate, die immer mal wieder zwischendurch kommt, mal mehr und mal weniger. Ja, ich sag mal niveauvoll. Was ich letztens auch ganz cool fand, war dieses Ran an den Speck. Das war zwar ein bisschen typisch RTL überzogen mit vielen lustigen Kommentaren, die dann auch von diesem Detlef Stevens und so kamen. Aber so zum Schauen und zum Motivieren fand ich das immer ganz toll. Ja, Fazit, wenn man wirklich ein bisschen was für sich, für den Alltag mitnehmen will, um sein Gewicht zu reduzieren oder auch das Gewicht zu halten, wenn man damit zu kämpfen hat. Dann finde ich das Format Rosins Fettkampf einfach besser, weil da mehr erklärt wird, weil an sich diese Sachen auch für den Alltag besser umzusetzen sind. Wenn man sich richtig auspowern will, weil man motivierter ist, wenn andere auch richtig feuern, dann findet man eigentlich genug Sendezeit vom Biggest Loser.
Ja, das war eigentlich jetzt mal wieder so was zum Thema Abnehmen, Gewicht halten, wie auch immer. Und dann hören wir uns im nächsten Video und mal schauen. Also da vielleicht zeige ich euch irgendwann auch mal, wenn ich da am Kochen bin. Meistens vergesse ich dann nur immer die Kamera, weil dann geht es einfach los. Aber da gibt es schon schöne Rezepte. Dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.